Hallo und herzlich willkommen zu meinem 17. Part Let's Play. Nee, oder schon zu meinem 18. Part Let's Play Clash Royale, ja. So. Yes. Ah ja, da hatte ich ein paar Wiederholungen noch geteilt gehabt. Die könnten wir uns auch nochmal gleich anschauen. Die Wiederholungen, die ich geteilt habe. Denn die möchte ich heute auch nochmal in diesem Video anschauen. Denn heute mache ich mal keinen Live-Angriff, sondern heute schaue ich einfach mal ein, zwei Wiederholungen an. So, wir öffnen jetzt erstmal eine Gratis-Truhe. 52 Gold. 6 Mal den Bomber. Und einmal die Musketiere. Musketierin benutze ich ganz ehrlich nicht. Was sich offline verändert hat, war, ich habe jetzt mir den Frostzauber geholt. Hat 2000 gekostet, konnte ich mir hier vorne kaufen. Ja, leider habe ich noch keine Karten groß für meinen Lakaienhorde bekommen. Für meine Barbaren habe ich 0 Karten und weil es werden auch die ganze Zeit Barbaren gefordert. Ja, bevor ich so viel rumlabere wieder und euch eine Bulette an so Quatsch, öffnen wir einfach schon eine Goldruhe. 182 Gold. 2-mal die Lakaienhorde. 7-mal den Bomber. 12-mal Sperrkobolde. Und 2-mal Mini-Picker. Also Mini-Picker verbessere ich jetzt noch nicht, denn ich benutze ihn auch nicht so. Ich verbessere erst dann die Karten, wann ich sie auch eigentlich selber benutze. Ja, heute machen wir eine Wiederholung. Die anderen machen wir dann höchstwahrscheinlich gar nicht. Aber welchen Kampf könnten wir anschauen? Wir könnten diesen anschauen. Den ersten. Gegen einen Level 7er war der. Das war dann auch, glaube ich, einer meiner höchsten Pokalanzahlen. So, gut. Wir beide, oder ich und er, haben natürlich beide taktisch für den Anfang abgewartet. So, er setzt das Koboldfass. Ich habe jetzt leider nicht das Koboldfass richtig abgewehrt, wie man es sollte. Das hatte ich nicht so gut gemacht gehabt. Aber gut, ich habe die Lakaienhorde gesetzt. Er hat Lakaienhorde gesetzt und schießt dann auch. Und so, ich habe jetzt noch schnell gesappt. Unser Schweinereiter drückt seinen Tower ein bisschen Damage. Er setzt seine Musketierin für, um meinen Schweinereiter natürlich schnell auszuschalten zu können. So, seine Sperrgoblins laufen durch, werden aber jetzt weggeschossen vom Tesla. Ich setze meine auch noch. Er hatte schon Level 7er Sperrkobolder, also sehr, sehr gut für sein Level. So. Jetzt haben wir beide wieder ein bisschen Elixier gesammelt. Er setzt das Koboldfass. Ich habe den Bomber ein bisschen zu spät gesetzt, aber lieber zu spät gesetzt, anstatt gar nicht gesetzt. So. Er hat jetzt unseren einen Turm schon mehr abgezogen, als wir ihn an seinen anderen Turm. Ja. Der Bomber läuft hoch, gibt den Tesla nochmal einen Schuss. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich meinen Alex hier volllaufen lassen und das war ein kleiner Fehler. Hat er aber auch gemacht. Ja, man kann es eigentlich nie böse nehmen, denn manchmal muss man schon noch ein bisschen abwarten. So, jetzt kommt sein Drachenbaby nach drüben geflogen mit 3 Sperrgoblins. Ich habe da natürlich erstmal gleich noch einen Tesla eingesetzt und konnte dadurch das Drachenbaby ablenken auf den Tesla, damit er mir keinen Schaden reindrückt. Er wirft wieder das Koboldfass. Ich Sperrkobolde. So, leider sind die Sperrkobolde noch gestorben. Aber Schweinereiter greift den Tesla an. So, er setzt sein Riesenskelett, Level 2. Wir setzen aber dagegen eine Lakaienhorde. So, Bomber. Der Bomber stirbt aber auch schon durch die Bombe des Riesenskeletts. So, die Musketierin ist jetzt auch noch draufgegangen von ihm. Und jetzt fliegt mein Ballon noch drüben. Leider habe ich jetzt die Lakaien nicht so richtig verteidigt gehabt, was eigentlich ein Fehler war. Denn hätte ich sie verteidigt, dann wäre mein Ballon nicht kaputt gegangen. Oder man muss einfach, diese Truppen muss man meistens schon ein bisschen früher verteidigen. So, jetzt ist unser Turm langsam schon sehr, sehr low.
was sehr, sehr kritisch für uns ist. So, unser Schweinereiter kassiert nochmal ein paar Hits. Er kommt mit seiner Lakaienhorde. Jetzt habe ich schon mittlerweile zwei Tesla stehen. Der eine wird bald auch kaputt gehen. So, die Lakaienhorde konnten wir abwehren, ohne einen Hit zu kassieren. So, er wirft das Koboldfass. Ich habe jetzt die Lakaienhorde als Gegenmittel gesetzt, damit die Kobolde auch gar keinen Schaden machen können. So, dann habe ich auf der anderen Seite einen Ballon gesetzt. Er verteidigt den auch. Aber in der Zeit konnte ich auf der anderen Seite einen etwas stärkeren Angriff starten. Und der Schweinereiter hat dann auch den Turm von ihm noch weggeholt. Gutes Spiel. Und ich würde sagen, das war's von diesem sehr, sehr kurzen Part. Let's Play Clash of Clans. Falls ihr euch fragt, warum in letzter Zeit so wenig Videos kommen, ich habe gerade nicht allzu viel Zeit. Ja, und ich würde sagen, das war's von diesem Part. Haut rein, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Tell me that you love me.